Hallo und natürlich herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Ruhrgebiet TV. Heute sind wir wieder in Friesland unterwegs und wir fahren gerade von Große Feen aus nach Max ins Gurkenmuseum. Da ist heute wieder Eröffnung. Das heißt, nach einer längeren Corona-Pause ist heute wieder Museumstag und ich zeige euch mal, was es da so Neues gibt und was für Gurken in Anführungszeichen in dieser Halle bei Max so neu stehen. Außerdem gucken wir mal, dass wir mit dem Rainer vielleicht quatschen. Rainer, den kennt ihr, das ist der mit dem Manta. Und wir schauen mal noch, ob wir irgendwelche interessanten anderen Autos finden, die da als Besuch und als Gäste dann kommen. Also, bis gleich und jetzt genießt die Fahrt. Tschüss.
Da ist der erste hier, der Kandidat hier. Moin! Moin! Na, wie hast du gepennt, Alter? Oh, ist geil! Geil? Mit wem hast du geschlafen? Mit mir selber. Okay. Habt ihr noch was gemacht? Nee, wa? Nee, zwei sind wir ins Bett. Oh, doch so spät? Ja gut, klar, ich weiß ja. Adrian und Tobi haben wir angefangen, um kurz vor eins Ventilspiel einzustellen. Am Fiesta. Ja, die haben ja schon gestern Abend draußen rumgefubbelt, ne? Oh. Ganz schlimm. Naja, aber ich habe schon so was befürchtet, dass die noch irgendwie aktiv werden oder so. Ja, und um zwei haben wir dann gesagt, die gehen schlafen. Naja, klar. Ach, der Harry. Tatsache. Da kommt der Harry. Die Sorglosen. Einen wunderschönen guten Morgen, Harry. Grüß dich. Habt ihr gefeiert? Nee. Ich bin gerade erst gekommen. Ich bin 5 Minuten hier oder so. Ach so? Ja, ja. Du? Ich? Du hast gefeiert, oder? Ja. Habt ihr gefeiert? Nicht viel. Christian hat doch Geburtstag, oder? Ja, nicht viel. Ein bisschen Musik gehört, aber sonst nichts. Nö. Ich bin also um 20 nach 11 bin ich abgehauen. 20 nach 11? Ja. Ja. Da war aber alles schon... Und besoffen. Gar nichts. Trinkst du nicht? Nein. Hier gibt es keinen Alkohol. Nein. Wir haben keinen Alkohol. Also jetzt verstehe ich die Welt nicht mehr. Man kann doch nicht feiern ohne saufen. Doch. Doch, hier bei Max schon. Doch. Hör mal, wenn du so viel gesoffen hast wie ich früher in der Kneipe, dann rauchst du das nicht mehr. Einen schönen guten Morgen, Rainer. Hi. Morgen. Ghetto-Faust hier. Alles klar? Genau. Wie geht's dir? Was hilft? Ich laufe jetzt ohne Schmerz. Ja, alles aber überstanden? Ich darf immer noch das linke Bein. Noch nicht voll belasten. Das heißt, du kannst dich bewegen, musst aber zwischendurch längere Pause machen. Darf es immer nur noch hier nicht voll auftreten, sondern nur ganz leicht. Ja. 3 Wochen noch und dann kann ich die nächsten 2 Wochen damit anfangen, kontinuierlich ein bisschen mehr zu belasten. Ja. Und dann geht es ab in die Reha. Und deswegen bin ich ja noch nicht in der Reha, weil ich das Bein noch nicht voll belasten darf. Okay, das heißt, wenn du richtig... Das war sowieso... Dann so kommst du in der Reha ganz normal. Das war jetzt sowieso eine ganz komische Geschichte. Ich musste denen ja alle Bescheid sagen, dass Moin. Ich dann... Moin Jan, grüß dich. Ich musste denen ja alle Gut. Bescheid sagen, dass das sich verzögert. Du glaubst gar nicht, was das für eine ganz schöne Geschichte war mit den Behörden. Ja, haben sie denn auch einen Nachweis darüber, dass ich dass es eine ärztliche Anordnung ist und alles so eine Kacke da? Ja. Ah, da quatschen wir nachher mal in Ruhe, ne? Ja. Ich bin da gerade erst gekommen. Okay. Du bist wieder... Ja, ich hab... Du bist wieder bekannt worden. Ja. Du weißt, meine Fans haben mich auch schon lange nicht mehr gesehen. Ja, und dann machen wir dich heute hier nochmal eine Nummer. Zeigen will ich mal so ein bisschen, dass du lebst und dass es dir geht. Ja, eigentlich wollte ich ja gestern schon, aber Harald konnte nicht. Und ich wollte nicht ohne Harald, wäre ja auch ohne gefahren, aber mache ich dann nicht. Okay. Weil seine Frau hat sich ein elektrisches Fahrrad gekauft und da muss der Harald noch was dran machen. Okay. Also sind wir jetzt erst hier. Ja, warum denn nicht? Wo da drin? Hallo, moin. Na du? So, ihr seid alle auf YouTube. Ja, also, ich habe noch nicht gesprochen. Holger, gut gepennt? Hast du gut geschlafen? Ja. Du siehst so fertig aus, so durchgezecht. So. Ja, ich bin noch nicht wach. Bist du noch nicht wach? Noch nicht ist noch zu früh, ne? Um halb elf oder was. Wollte ich gerade sagen. Ja. hat das Virus dir Bescheid gesagt? Ja. Was hast du gesagt? Genau. Ab 11 Uhr ist erst Corona aktiv. Wir haben jetzt hier kein Corona. Okay, stimmt. Bei mir im Dorf, wir haben nicht einen Corona-Fall. Null. Ja, dann komm mal nach Dortmund. Ja, da ist überall. Alles voll. Aber deine Frau hat sich schon drum gekümmert wegen Eintragung. Ja, was gibt's denn Schönes heute hier bei dir? Heute gibt's Waffeln. Leckere Waffeln? Oh. Ja, ich komme sofort. Ja, danke. Oh, das riecht schon gut. Ich habe schon Probewaffeln gemacht. So top finde ich die gar nicht. Du hast ja voll die geile Schürze, zeig mal. Geil, ne? Ja. Sieht aus, als wenn ich jetzt nackig dort. Ich glaube, die Leute wollen bestimmt den Babybauch sehen, aber da ist noch nichts, da oder? Ist noch nichts. Stell dich mal gerade hin, komm. Sieht man nicht viel. Da ne? ist noch nichts. Ich schon.
Und du freust dich auf deinen Nachwuchs? Dein Schwester? Das ist ja cool. Freust dich schon drauf, ja? Ja. Cool, ne? Ihr macht jetzt auch mit und, Kirschen hier. Das und, ist, das und ist Vanille? Nee, das war die, war okay. Die Probe. Probewaffeln waren da drin. Okay, cool. Ja, in dieser guten Klappwix-Küche, ne? Ja. Hab schon gesehen, hast du schön eingerichtet hier. Ja. Mit Schildchen und so. Ja, nicht schlecht. Ja, pünktlich um 11 Uhr öffnen hier die Tore bei Max und draußen sind schon einige Traktoren und da stehen auch schon ein paar Trabis und ein Hybridfahrzeug, ein älterer Toyota Prius. Und ich schließe mich jetzt eben mal am Strom an mit meinem Auto. Da kommt der Harry. Und weg ist er. Und ja, werde dann euch gleich mal so ein bisschen berichten hier. Hallo Kerstin. Hallo, grüße wir müssen dich. Den Justin suchen, wo ist der? Der war gerade in der Halle bei mir. Nee, du hast recht, das Radl fehlt ihm wirklich, ne? Mhm. Hat doch kein einziges in seinem Sonne. Ja, stimmt, stimmt. Ja, ist schon einiges los hier heute. Am frühen Morgen. Ersten Besucher schon da. Hinten gibt es wie gesagt Waffeln. Diene. Ja, durch die Maske riecht man die leider nicht, ne? Nee, leider nicht. Naja. Nee, hier riecht man sowieso nicht. Ohne Kommentar. Herzlichen Glückwunsch, Alter. Danke. Habe ich doch gestern noch gesehen. Ja, wieder tolle Aufkleber hier. Die neuen. Jan Fichter. Ja, ne? Ich weiß auch nicht, ey. Da will ich so lange in der Sonne liegen lassen. Guck mal, da steht ein Trabi Kübel. Wir machen keine wegen diesem roten Porsche. Spektakulär, das Ding, ne? Ja. Jan, was ist das? Was ist das für ein Teil? Porsche, sagst du? Porsche Diesel. Porsche Diesel? Einzylinder. Okay. Ist schon geil, das Ding. Ah, hier, von Oldtimer Treff Friedeburg. Guck mal hier. So mit der Seitenzapfelte hier. Ja. Was war hinten dran? Nämlich mit der Hinterachse lenken. Ach so, ja. Das ist nämlich, wenn du irgendwie Flug oder so hoch hast, geht der vorne hoch, der Traktor. Du kannst vorne nicht mehr lenken. Deswegen hast du die Einzelradbremse. Ja, nicht so wie unsere. Ja, mein Gott, Max braucht die ja. Das ist eh ein Standtraktor, also insofern. Moin. Ja, moin. Trabi Kübel. Hat er gesagt, ja, aber wir müssen Sonntagabend direkt erst zurückbringen.